Kati? Ja? Ich glaube, das war die Eisparty. Hä? Wie kann man das denn nicht wissen? Oh Mann, oh Mann. Nein, auch nicht. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielbier-Kanal. Und Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Familie Vogel-Quiz. Seid ihr bereit? Um wen geht's heute? Julian Vogel selbstverständlich. Heute mit der Episode Wer kennt Julian Vogel am besten oder besser? Nina oder Kati? Mal schauen. Ich habe hier meine Fragen schon vorbereitet auf meine Moderationskarte. Ich bin heute der Quizmaster. Ich werde die Fragen nicht beantworten, sondern die beiden. Und hauen drauf, ne? Genau. Nina, die Regeln, Nina, Hati, Kati, Nina, Hati. Dann machen wir das wie beim letzten Mal. Ich habe 10 Fragen insgesamt vorbereitet. Und Leute, falls ihr mitmachen wollt, ne, einfach immer kurz stoppen. Ne, dann könnt ihr die Frage beantworten oder am besten in die Kommentare schreiben. Und dann starten wir. Ich bin aufgeregt. Los geht's. So, Frage Nummer 1. Wir wissen ja, dass Julian viele Freunde hat. Ganz, ganz viele. Der freundet sich ganz schnell. Aber der hat auch viele Feinde. Deswegen die erste Frage. Warum hat er ein Problem mit dem großen Julian oder eher umgekehrt? Warum hat der große Julian mit dem kleinen Julian ein Problem? Schwierige Frage, ne? Ja. Ich dachte einfach, weil er so... Nina. Ja, bitte Nina. Ich glaube, das war in der Kita, dass der große Julian nicht wollte, dass jemand so heißt wie er. Richtig! Das ist sowas von richtig. 1-0 für Nina. Ich habe immer gedacht, dass der große Nina ein richtig fieser Kerl ist. Das kommt auch dazu. Ja, aber der erste Grund war tatsächlich, weil er auch Julian heißt. Genau, richtig. Die erste Karte geht an... Ich mag das auch nicht, wenn Leute so heißen wie ich. An Nina. Nichts gegen euch Ninas da draußen, Leute. So, zweite Frage. Wir wissen ja alle, dass Julian feiern über alles liebt. Der tanzt überall und feiert einfach alles, ne, was zu feiern ist. So, und deswegen die Frage, wie lief denn sein 5. Geburtstag ab? Was für eine Party wurde veranstaltet? Was wurde bei dieser Party gemacht? Der 5. Geburtstag. Schwierige Fragen, ne? Kati? Ja? Ich glaube, das war die Eisparty. Hä? Wie kann man das denn nicht wissen? Oh Mann, oh Mann. Nein, auch nicht. Ich hätte, der 6. Geburtstag war die Rutschparty, glaube ich, oder so. Ich hätte, war es eine Poolparty? Achso, der 6. Der 5. Geburtstag? Ja, Poolparty. Einfach. Nein, auch nicht. Nee. Leute, wisst ihr es? Ich weiß es nicht. Wisst ihr beide nicht? Nee. Ich dachte irgendwie... Der 5. Geburtstag lief mit Flaschendrehen ab und Karaoke. Der 6. Geburtstag, der dieses Jahr war, das war so eine Poolparty, die er selber organisiert hat. Die Karte geht wir an haben keine... Wir haben schon so viele Partys gefeiert, deswegen die feiern wir gar nicht mehr durch. Und jetzt kommt eine leichte Frage für zwischendurch. Welchen Song liebt er über alles? Kati! Nina! Kati hat den Namen als erstes gesagt. I like to move it, move it. Richtig! Bitteschön! Oh, yes! Klasse Antwort, Kati! So. Es kommt eine weitere, etwas einfache Frage. Julian kann ja mit Gefühlen eigentlich nicht so gut umgehen. Ne? Seien es jetzt gute oder schlechte Gefühle. Aber was ganz, ganz wichtig in seinem Leben war, war seine erste Liebe. Wer war das Nina, denn? Mia! Oh, Kati. Sie hat schon gesagt, Mia. Nina? Mia. Richtig! Hat sie schon die Antwort gesagt? Klasse Antwort, Mia. Nina! Okay. Das ist aber auch. Alles klar. Halbzeit. 5. Frage kommt. Es steht 2-1. Warte, eine Frage wurde doch dann... Ja. Ach nee, die 4. Frage ist da. Perfekt, die wurde nicht beantwortet. So, kommen wir zur 5. Frage. Julian liebt es ja über alles, sich mit anderen in irgendeinem Wettbewerb oder was auch immer zu messen. So, aber welchen Wettbewerb hat Julian zusammen mit Hanna gewonnen? Kati? Ja? Ich glaube, den Rutschen-Wettkampf im Aquapark. Richtig! Sehr gut! Klasse! Die haben auch den Eiersuchwettbewerb gewonnen. Das kann sein. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das wusste ich zum Beispiel nicht. So, kommen wir zur 6. Frage. Aber da war Emma ja auch noch dabei sein. Jetzt ist wieder Trouble Julian gefragt. Zu welchen Tieren hat sich Julian im Zoo geschlichen und wurde von der Polizei fast erwischt? Kati? Ja? War das nicht die Pinguine? Richtig! Es waren die Pinguine. Klasse Antwort, Kati. Auch eine sehr, sehr erfolgreiche Folge. Die Folge habe ich niemals gesehen. Ja, bei über 1000 Folgen ist das auch schwierig. Kommen wir zur 7. Frage, Leute. Wie gefallen euch die Fragen bisher? Schreibt in die Kommentare. Wie steht's? 3-2. 3-2 für Kati, ne? Ja. So, schwierige Frage, schwierige Frage. Mein. Da muss man mehrere Folgen miteinander verbinden jetzt. Warum hatte sich Julian einmal beide Arme gebrochen? Schwierig, richtig schwierig. Ich weiß noch das eine, aber... Das eine hängt mit dem anderen tatsächlich irgendwie zusammen. Tja.
Boah, das ist echt schwierig. Kann man auch halbe Punkte? Nein, es gibt nur ganze Punkte, weil ihr müsst ja die Karte bekommen. Die kann ich jetzt nicht durchreizen. 10. Ich sag jetzt einfach Nina. Ja. Das eine Mal hat er sich den Arm gebrochen, glaube ich, als er im Krankenhaus war. Einmal ist er, glaube ich, mit dem Rollstuhl oder so verunglückt im Krankenhaus. Meine ich. Auch sowas Ähnliches in Erinnerung? Und das andere war, glaube ich, ist er da irgendwie vom Bett gesprungen oder so? Oder die Treppe runter? Skateboarding? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Entweder vom Bett oder von der Treppe. Willst du auch noch eine Antwort versuchen? Kati. Gut. Aber ich will eine ganze Antwort, ne? Nicht nur eine, da die Hälfte, da die Hälfte. Also ich brauche, ne? Warum beide Arme gebrochen waren, da will ich schon was jetzt hören. Hä? Wie kann man das denn nicht wissen? Ja. Oh Mann, oh Mann. Ja, das ist schwierig, ne? Nein, ich habe ja gerade schon mitgeredet, aber du klangst nicht so, als ob das... Nein, warum? Ich bin der Quizmaster, ich bin Günther Joch, der verwirrt die ganzen Kandidaten auch immer. Oder dann nicht? Sag ich jetzt Treppe und Hochbett. Eins war auf jeden Fall im Rollstuhl. Gut, ich löse auf. Ja. Halb. Also, das erste Mal, wo er sich den Arm gebrochen hat, war, wo er mit Skiern die Treppe runtergefahren ist. Ja. Und das zweite genau beim Termin, im Krankenhaus, wo er einen Rollstuhlunfall hatte. Ja, also. Also gibt es keinen Punkt für einen. Ihr hattet beide etwa schon die richtige Richtung, aber noch nicht ganz. War auch schwierig, weil das waren zwei Folgen. Leute, wir kommen zur drittletzten Frage. Julia ist bei der Polizei bekannt, das wisst ihr. Ja. Ne? Also sobald bei der Polizei angerufen wird, gibt es da eigentlich immer Ärger. Ist es Julian Vogel? Ist es Julian Vogel und das nervt ihn auch schon. Kommen wir aber zu einer ganz wichtigen Frage. War Julian jemals im Gefängnis? Falls ja, wie kam es dazu? Boah. Meine Fragen sind der Voll Hammer. Schwierig. Voll schwierig. Ist auch eine ältere Folge. Das kann ich euch jetzt auch schon sagen. Schon lange her. Anscheinend war er im Gefängnis, und ich das nicht so sagen. Ja, vielleicht ja auch nicht. Vielleicht war es eine Folge, wo er fast reinkam und dann doch nicht. Und ich sag ja, wenn ja. Ich gebe euch 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kati, bitte. War das vielleicht wegen dem Sofa, wo er bei den Pinguinen eingebrochen ist? Falsch. Nee. Nina, willst du noch eine Antwort versuchen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich verwechsel Julian und Hannah auch. Ja, es ist eine tricky Antwort. Oh Mann. Es war bei einem Kita-Ausflug, wo Sarah ihn ins Gefängnis gesperrt hat. Ja, genau, sowas hatte ich auch in Erinnerung. Aber Brigitte konnte es noch verhindern, beziehungsweise stimmt, hat ihn dann wieder freigelassen. Hätte ich das mal gesagt. Ich dachte, es wäre Hannah gewesen. Schwierige Frage. So, wie steht es immer noch? 3-2. Insgesamt 3 Fragen wurden nicht beantwortet, aber vielleicht habt ihr es ja geschafft. Och, so, kommen wir zur vorletzten Frage. Warum ist Julian das erste Mal von zu Hause abgehauen? Der hat das ja öfters gemacht, aber das erste Mal. Warum ist er denn von zu Hause überhaupt einmal abgehauen? Keine Sorge, er kam wieder zurück. Ne, ist ja da. Schwierig, ne? Wirklich sehr schwierig. Vor allem, er hat alles so oft gemacht. Er ist so oft von zu Hause. Ich hab mir Gedanken gemacht, Leute. Warum ist Julian das erste Mal von zu Hause abgehauen? 10. Bist du jetzt? Schreibt's auf, ne? Stoppen und aufschreiben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich glaube, es war ein Verbot der Eltern. Falsch. Es war ein Streit mit Papa. Ja. Wegen Fernseher und Laptop. Habe ich das wirklich gemacht? Das weiß ich gar nicht. Mama, war ich das? Wir kommen zur letzten Frage. Aber richtig schwierig, also. Wir kommen zur letzten Frage. Mega schwierig. Wo hatte Julian seinen ersten Kuss? Kati? Ja. Auf seinem Hochbett? Leute, das bestimmt ihr. Die Antwort habe ich leider nicht rausgefunden, weil er mal beim Flaschendrehen und woanders. Das ist eine Antwort, die ihr irgendwie rausbekommen ich müsst. Ich hätte gesagt, in seinem Zimmer. Genau. Ja, Hochbett in seinem Zimmer ist ja fast das Gleiche. Na, das sollt ihr rausfinden. Das Julian Vogel-Quiz ist vorbei. Kati hat gewonnen. 3 Fragen richtig beantwortet. Julian Vogel-Expertin. Nina 2. Wir haben 4 offene Fragen. Oder 5 vielleicht. Ne? Ihr könnt, wie gesagt, mal gerne reinschreiben, was für ein Quiz wir noch machen sollen. Ne? Aber Kati kennt Julian Vogel anscheinend am besten. Ne? Und mich würde mal interessieren, ob vielleicht einer von euch alle Fragen beantwortet hat. Genau. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Leute, abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren, was auch immer, was euch gefällt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal vielleicht. Bis dann. Tschüss. Ciao.